Ja, vielen Dank, Herr Grund, dass Sie mir nochmal Gelegenheit geben, weit verbreitete Irrtümer aufzuklären. Also erstens, wir wollen nicht, dass der KVG ins Leben gestellt wird, ob sie das macht oder nicht, sondern die Gesetzeslage ist genau so. Die Verkehrsbetriebe entscheiden, ob sie Strafanzeige stellen oder nicht. Es ist ihnen ins Leben gestellt, egal was wir hier beschließen. Zweitens, die Verkehrsbetriebe haben überhaupt keinen finanziellen Vorteil davon, wenn Leute wegen Zahlungsunfähigkeit bei Geldstrafen in den Knast gehen. Und auch die Bürgerinnen und Bürger haben überhaupt keinen Vorteil davon. Das Gegenteil ist der Fall. Wer einen Tag im Gefängnis sitzt, verursacht für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mindestens 130 Euro. Das ist zu bezahlen, einfach für die Aufrechterhaltung des Gefängnissystems, für die Infrastruktur, für das Personal und so weiter. Da entsteht keinerlei Nutzen für die Allgemeinheit. Und es ist sehr, sehr gut untersucht, was die abschreckende Wirkung betrifft. Da beschäftigen sich Juristen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten damit. Und inzwischen ist es so, dass der Deutsche Richterbund befürwortet, dass dieser total überholte und veraltete Paragraph der Erschleichung einer Leistung aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Das ist nichts, was sich die Linke ausgedacht hat. Das ist was, was die Fachleute sagen. Der Deutsche Anwaltverein fordert es seit Jahren. Er fordert auch, dass die Ersatzfreiheitsstrafen abgeschafft werden, weil sie sozial zutiefst ungerecht sind. Weil sich eben diejenigen einfach freikaufen können, in Anführungszeichen, die das Geld dafür haben. Und die es nicht haben, landen im Gefängnis. Und deshalb ist inzwischen das Abarbeiten ist nicht so einfach. Wenn Sie es nicht machen, beschäftigen Sie sich einfach mal damit, was die Juristinnen und Juristen schreiben. Auch diejenigen, die in den Gefängnissen arbeiten. Und gehen Sie sich doch mal nach, dass man diejenigen bestrafen muss, die arm sind, die krank sind, die sozial ausgegrenzt sind. Das ist nämlich ihr Dogma, das sie hier verbinden. Man muss sie noch hart genug bestrafen, man muss ihnen das Bürgergeld streichen, bis auf Null. Dann werden sie schon ordentliche Bürger. Das ist Rassismus und das ist eine Diskriminierung von armen und kranken Menschen, die ich wirklich unerhört finde von einer Partei, die das C-Namen.